Es war eine sehr dunkle Nacht. Schwarze Wolken bedeckten den ansonsten so schönen Sternenhimmel. Anzeichen dafür, dass es für mich düster aussah? Warum hatte ich mich nur von Dad überreden lassen? Weil man ihn sonst töten würde, und das konnte ich nicht zulassen. Doch was war mein Preis dafür? Polizei und Militär fahndeten bestimmt schon nach mir. Kein Wunder, ich war vor wenigen Stunden desertiert, hatte alles aufgegeben. Dabei lief meine Ausbildung in der US Army so gut. Ich gehörte sogar zu den besten Rekruten. Und nun das. Warum war ich nur mit einem Dad gestraft, der zu gerne mit seinem Glück spielte? Logisch, dass er oft verlor und schon so einige Prügel einstecken musste. Die Folge daraus war, dass er sein Leben mit Einbrüchen finanzierte. Oft lebten wir nur von der Hand im Mund, weil er, kaum dass er Beute gemacht hatte, sie wieder verzockte. Da er sich keinen Babysitter leisten konnte, nahm er mich auf seine Raubzüge mit. Ich war gerade 8, als ich Schlösser besser knacken konnte als er. Schon früh versprach ich mir selbst, dass ich nicht so enden wollte wie er und bemühte mich, trotz unserer vielen Umzüge, die Schule mit Auszeichnung abzuschließen. Kaum war ich alt genug, hatte ich mich entschlossen, zum Militär zu gehen. Ich dachte, ich hätte meine Zukunft im Griff, bis gestern der Anruf von Dad kam. Er wäre in Schwierigkeiten, und das war milde ausgedrückt. Dad hatte einen heiklen Job angenommen, der ihm sehr viel Geld anbringen würde. Doch leider hatte er seinen Vorschuss bereits verspielt und sich zusätzlich noch mit einem Geldeintreiber eingelegt, der ihm kurzerhand das Bein brach. Nun erwartete dummerweise der Auftraggeber schon in wenigen Stunden das Ergebnis. Warum hatte Dad sich auch mit einem solch zwielichtigen Typen angelegt, der keine Skrupel kannte? Kurz, Dad fiel kein anderer ein, der ihm helfen würde als ich. Da ich ihn trotz allem irgendwie lieb hatte, übernahm ich seinen Job. Er klang einfach, Daten-CDs aus einem Büro entwenden. Als Putzfrau getan und mit falschen Ausweisen ausgerüstet, schlich ich mich in ein modernes Geschäftshaus in Raccoon City. Ich kniete vor dem entsprechenden Büro mit der Nummer 516 und nestelte mit dem Dietrich im Schloss herum. Ach, nun komm schon, geh auf! Oh verdammt, da kommt jemand. Geschafft, schnell hinein. Fuck, er bleibt direkt vor der Tür stehen. Hoffentlich will er nicht auch hier rein. Was willst du, Orbert? Es war ausgemacht, dass ich mich melde, sobald das Experiment beginnt. Ja, ich habe es Ihnen verabreicht. Sieh zu und staune. Zum Glück geht er weiter. Ich wartete noch einige Sekunden, bevor ich meine Taschenlampe einschaltete und mit der Durchsuchung des Büros begann. Es war ein typisches modernes Büro, mit großem Edelholzschreibtisch, einem vollen Bücherregal dahinter und einigen Gemälden an den Wänden. Zum Glück wusste ich, wonach ich suchen musste. Einem Tresor versteckt im Bücherregal. Nach einigem Suchen wurde ich fündig. Ich brauchte nur ein Buch, interessanterweise die Bibel, hervorzuziehen und ein Teil des Regals schob sich automatisch zur Seite. Doch der freigelegte Tresor versetzte mich in Erstaunen. Es gab anstatt einer Codetafel oder eines Zahlenschlosses nur eine Tafel bestehend aus 5x5 kleineren Täfelchen. Da eines der Täfelchen fehlte, konnten die anderen verschoben werden, bis ein bestimmtes Motiv zu sehen war. Ich verschob ein Täfelchen und sofort leuchtete eine Digitalanzeige auf. Von 60 wurde heruntergezählt. Verdammt, fluchte ich innerlich. Mir blieb kaum eine Minute, bis der Alarm ausgelöst würde. Unter Adrenalindruck schob ich die Täfelchen hin und her. Zuerst konnte ich kein Motiv ausmachen, doch dann erkannte ich es. Ein Wappen mit einem Löwenkopf. Während die Zahlen unerbittlich niedriger wurden, versuchte ich dieses Rätsel so schnell ich konnte zu lösen. Schweißgebadet vollendete ich das Motiv, als der Timer die 2 anzeigte. Heureka! Der Tresor schwingt auf. Und da liegen die wichtigen CDs.
Die Beschriftung Projekt Stairway to the Sun von William Birkin stimmt auch. Verdammt, ich bin entdeckt worden. Schnell weg. Kaum hatte ich die CDs verstaut und den Tresor wieder geschlossen, sowie die Bibel zurückgedrückt, verließ ich auch schon das Büro. Schnellen Schrittes lief ich Richtung Kantine, wo ich über einen Lüftungsschacht das Gebäude verlassen wollte. Doch das schreckliche Bild, was mich dort erwartete, ließ mich erstarren. Die Kantine war das reinste Chaos. Tische und Stühle lagen umgeworfen und verstreut da und dazwischen überall dunkles rotes Blut. Ich sah auf dem Boden Menschen mit toten, aufgerissenen Augen im eigenen Blut liegen, die Arme und Beine grotesk verwinkelt oder abgerissen. Ich konnte nicht sagen, wie viele Tote es waren. An der Kleidung erkannte ich einen, den netten Alten vom Sicherheitsdienst. Das Geräusch erweckte meine Aufmerksamkeit und ich erblickte zwei Personen in einst weißen Kitteln, die sich über einen Menschen am Boden beugten. Vermutlich leisteten sie gerade erste Hilfe. Was ist denn hier geschehen? Die beiden blutbeschmierten Kittelträger drehten sich zu mir um und ich erschauderte. Es waren keine normalen Menschen mehr, zur Hälfte jedenfalls. Ihre linken Körperhälften waren irgendwie verschoben und wirkten unwirklich. Der linke Arm war länger und besaß scharfe Krallen, ebenso das Bein. Am Kopf schien der Schädel aufgebrochen zu sein und das Gehirn quoll heraus. Mit nur noch einem Auge starrten mich diese Person an. Dann rissen sie ihre mit spitzen Zehen bestückten Münder weiter als normal auf und stießen einen unmenschlichen Schrei aus. Verdammte Scheiße, dachte ich. Die hatten dieses Blutbad angerichtet und nun sollte ich ihr nächstes Opfer werden. Unaufhaltsam stapften diese Kreaturen auf mich zu. Ich musste etwas tun. Fliehen würde ich nicht können. Das hatten schon andere vergeblich versucht. Also blieb mir nur eines: Kämpfen. Mein Blick landete beim alten Wachmann, einige Meter vor mir und an der Beretta in seinem Holster. Sie mussten ihn getötet haben, bevor er seine Waffe ziehen konnte. Ich entsann mich meinem Kampftraining und entschied mich zum Angriff. Ich stürmte auf die Kreaturen zu und sprang mit den Füßen voran. Der Kick saß und schleuderte sie zu Boden. Dann rollte ich mich am Boden ab und sammelte dabei die Beretta auf. Instinktiv entsicherte ich die Waffe und wollte zielen, doch eine Kreatur war zu nah und holte mit der Krallenhand aus. Ich rollte mich blitzschnell unter einem Tisch hindurch und die Krallenhand krachte nur ins Möbelstück. Holz splitterte. Sofort war ich wieder auf den Beinen, sorgte für einigen Abstand und zielte, wie ich es gelernt hatte, auf die Kreatur, die unaufhaltsam näher kam. Nimm das! Die Kugeln trafen und zerfetzten den Kreaturenkörper. Während die letzte Kugel die Beretta verließ, erstarb die Kreatur mit einem letzten Aufschrei. Mit der leer geschossenen Waffe konnte ich der zweiten Kreatur nicht entgegentreten. Also beschloss ich, mich zum Wachmann durchzuschlagen, der bestimmt noch Munition besaß. Doch zu spät. Das Monster hat mich im Visier. Wenn es jetzt springt, bin ich erledigt. Kopf runter! Ganz wieder aufstehen, Mädchen. Die Granate hat dem Monster den Rest gegeben. Danke, du hast mir das Leben gerettet. Hast dich aber auch gut geschlagen. Marine? Delta Force in Ausbildung. Übrigens, ich bin Jill. Jill Valentine. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Chris. Chris Redfield. Angenehm. Sag mal, hast du schon mal was vom Special Tactics and Rescue Squad, kurz STARS genannt, gehört?
Sie hörten Resident Evil Exordium, eine Biohazard-Studio-Produktion. Anja Wippich sprach Jill Valentine, Yoshi Hayek sprach Chris Redfield und Sascha Leupold als William Birkin. Nach einer Story von Sascha Leupold und den Resident Evil-Figuren von Capcom. Geschnitten und abgemischt von Sascha Leupold. Musik Kevin MacLeod. Der Biohazard-Studio-Jingle stammt von Thomas Carr. Mit Dank für Sound und Musik an Free Sound und Incompetech. Das Projekt unterliegt der Creative Commons Lizenz mit freundlicher Genehmigung von Capcom. Dies ist ein non-kommerzielles Hörspiel und frei erhältlich. Weitere Infos unter www.biohazard-studio.de.